Jo, liebe Leute, hier ist euer Tampa 6 und heute willkommen zurück zu einem weiteren Part von Mario Odyssey. So wie ihr links oben bei den Monden erkennen könnt, habe ich offscreen seit dem letzten Part nochmal zwei Monde geholt. Das waren eigentlich recht leicht versteckte Monde. Die hat man hier hinten, wo dieses Wasserbecken ist, war ein Dingens versteckt, da hat man einfach nur so springen müssen, dann ist es rausgekommen. Und da hinten, wenn ihr euch erinnert, wo wir diesen Samen da gefunden haben, hat es auch einmal so komisch vibriert, wenn ihr euch noch erinnert. Und da war auch dann mit einem richtig guten Sprung, mit diesem hat man es sich dann auch rausholen können. Und ja, und sonst habe ich mir noch ein neues Outfit gekauft, dieses, was zum Sombrero dazugehört, das Boncho. Und ja, ich würde sagen, das war es eigentlich, was ich seit dem letzten Part alles noch gemacht habe. Also im Prinzip eigentlich gar nichts habt ihr verpasst. Und ja, ich würde sagen, es geht jetzt direkt weiter in die nächste Welt, oder? Und wir haben nochmal ein paar Sterne uns geholt. Dann ist das schon 30. So. Okay, das ist auch mal ein Dingens zum Umziehen. Ja, die reiße ich hier jetzt. Hä? Dann muss ich das hier machen? Ja, genau. Ja genau, wir haben das Forstland ausgewählt. Ich weiß, wie gesagt, nicht, was passiert, wenn man das andere Land genommen hätte. Könnt ihr mir auf jeden Fall auch in die Comments schreiben. Aber bis ich diesen Part hochgeladen habe, werde ich es, denke ich mal, schon wissen. Und ich denke mal, aber es ist richtig krass, wie viele Monde es gibt. Bin schon gespannt, wie die nächste Welt aussieht. Erst entführte er Tira und jetzt hat er auch noch den Ring der Einheit an sich gerissen und somit einen Ehering. Will er sich die gesamte Hochzeitsausstattung zusammenklauen? Wo wir gerade ein bisschen Zeit haben, können wir ja ein paar Kleinigkeiten nachlesen. Mützenzielwurf haben wir, kennen wir auch schon. Oh Scheiße, jetzt habe ich was. Jetzt habe ich vergessen. Jetzt habe ich übersprungen, was er sagen wollte über das Land. Ach du Scheiße. Robohain, Forstland. Schaut aber auch cool aus auf jeden Fall. Das andere war ja so eine Eiswelt, oder? Fahrt zum Himmelsgarten. Okay, das ist die nächste Quest. Aber das Lustige ist ja... Ach du Scheiße, was ist denn das für eine Welt? So ein... Warte mal, hörst du das? Was denn? Okay, es gibt... Das ist wieder so ein Laden, oder? Aber es ist ungefähr gleich viele Monde wie beim letzten Level. Wie in dieser Wüste. Auf jeden Fall, ich habe jetzt kurz noch einmal überlegt, wenn man jetzt in Betracht zieht, dass wenn man das Wüstenland schnell durchspielen will, ist man da ja in 10 Minuten eigentlich fertig. Weil man muss ja nur auf diesen Turm rauf, dann das, wo diese Steine waren, diese zwei komischen mit diesen Sonnenbrillen, und dann kommt man ja schon zum Showdown, das gegen diese Kaninchendame. Aber sonst war das eigentlich nicht mehr, das finde ich eigentlich recht wenig. Und da ist schon wieder ein Stern, wie es aussieht. Ah, doch nicht. Das ist ein Tipp, oder? Ne, ist kein Tipp, oder? Was ist denn das denn? Foto von Hinweis Kunstschießen. Oder sind wir solche Münzen? Gibt es auch wieder 100. Dieser Laden. Das sind die Leute hier. Dieser Bowser. Da ist schon wieder dieser Felsen. Ah, da ist auch was. Nice. Die Leute schauen ja richtig strange aus hier. Hey, warte mal, das ist so ein Hase von...
Denke mal, dass wenn man den fangt, dann bekommt man irgendwas. So ist es. War schon auch ein Mond für dich. Hoppel die Hopp im Wald. Das ist auch wieder sowas. Schauen wir sich gleich mal den Laden an, oder? Herzlich willkommen. Als Zahlungsmittel existieren zwei Sorten von Münzen. Normale Münzen und unsere Münzen. Willkommen. Da haben wir auch wieder so einen Stern. Nehmen wir gleich mal. Vielen herzlichen Dank. Jawohl, und damit direkt den nächsten Mond in unserem Besitz. Jawohl. Ein Mond für dich. Nee, nee. Aber die Rüstung schaut cool aus. So eine Weltraumrüstung. Das ist wieder die vom letzten Mal. Die hat es ja damals auch in der Wüstenlandschaft schon gegeben. Mechaniker-Outfit. Okay, was ist das? Abenteurerhut. Labor-Outfit, Laborvisier. Das Mechaniker-Set, glaube ich, kaufe ich mir. Das schaut richtig cool aus. Ah, da ist auch was. Aber das ist eigentlich auch cool gemacht, dass man sich hier so Kostüme kaufen kann. Kann man sich individuell seinen eigenen Mario erschaffen. Hey, das ist ja noch so ein Hase. Ah ne, das ist der von vorhin. Okay. So, ich werde mich hier mal ein bisschen umsehen. Aha, hier haben wir gleich das nächste Secret. Besser gesagt kein Secret, einfach ein gutes Versteck. Hier kann man aber überall laufen. Hier ist sicher irgendetwas. Ja, da hinten sind schon direkt wieder die nächsten Münzen. Aber ist das ein Hinweis? Den haben wir auch schon gesehen. Oh crap. Oh mein Gott, wo führt uns das denn hin? Wie dieses Outfit einfach von Mario überhaupt nicht in diese Welt passt hier. Aber die Welt schaut auch cool, das ist jetzt eine Technikwelt. Auf der. Wow. Ah, okay, jetzt sind wir auch hier oben. Hier unten wäre es, glaube ich, gar nicht weitergegangen, oder? Oh, was ist das denn? Wow. Was ist das denn für ein stranger Gegner? Gehen wir kurz raus von dem. Okay. Kann ich währenddessen gehen? Ja, kann ich. Die nächsten Münzen. Aufpassen. Wow. Ah, das ist auch ein Mond. Ah, das war sogar ein Mond. Oben auf dem hohen Baum. Das war sogar ein Secret. Ich habe glaubt, hier geht's weiter. Haha, ist das geil. Das ist überhaupt das coolste immer, wenn man ohne zu erwarten einfach so was Neues findet. Wir haben schon wieder drei Monde gefunden. Wir wissen jetzt seit den letzten zwei Parts, dass diese Monde, was hier angezeigt werden, die brauchen wir im Prinzip, um weiterzukommen. Beziehungsweise um den nächsten Level zu erreichen. Okay, was ist hier? Hammerbruder, was macht ein Hammerbruder hier? Hey! Den kann man übernehmen, oder? Springen. Oh mein Gott! Ah, cool. Wie geil ist das denn, so ein
Copterbombe steuern. Ist das geil. Da kann man ja richtig spammen. Okay, hier unten geht's einfach weiter. Ab und zu springt er aber Höhe in Höhe. Oh mein Gott. Was ist das hier? Dort muss ich hin, wie es aussieht. Ah, was haben wir denn hier? Da ist auch wieder ein Secret. Ich will da nicht rein. Hier ist sicher irgendwo etwas versteckt, irgendwo. Aua, was mache ich denn? Was ich gut gemacht finde, ist, dass die Schwierigkeitsgrade ist recht hoch, weil man diese... Ja, vielleicht bekomme ich irgendwas, wie man das hier alles reinigen. Münzis, was ist das hier? Rückwärtssalto, kennen wir auch schon. Ah, hier ist diese komische Ding von eben, die diese Statue, die Sphinx, besser gesagt. Okay, schauen wir sich mal hier um, was ist hier? Einer halten sich die Handlanger des Bowser-Ungeheuers immer noch auf der Stuhlspitze auf. Ich mache mir Sorgen um die Blumen. Was ist das hier? Das ist wieder ein Mond, jawohl. Die Nuss um die Ecke. Und wir sind wieder voll geheilt. Okay, brauchen wir nicht mehr. Boah, krass, hier sind richtig viele Münzen. Boah! Mein Gott! Hallo Mario, jawohl. Ab und zu macht aber nicht das, was ich eigentlich will. Bin ich ein bisschen sad.
Kann ich die übernehmen? Hä? Ah, die machen dieses Dreck, scheiß da. Ah, verpiss dich. Ja, hör auf, dieses Gift zum Spulen hier. Verpiss dich. Au, 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 au. Mario, raus da, raus da, raus da. Hey, was ist das denn da? Da liegt so eine Pflanze hier. Was ist das denn? Achso, das ist, wo die Dinge gestorben sind. Die Pflanzen. Aber die Welt ist auf jeden Fall unübersichtlicher als wie die letzte. Für dich. Die Nuss im roten Labyrinth. Wow. Wie soll ich denn ausweichen? Aber das ist auf jeden Fall ein cooles Future. Was ist hier? Okay, ist nur sowas. Spucken. Da mache ich mir mehr Schaden, so wenn ich mir helfen würde. Ich will die nicht übernehmen. Achso. Jawohl. Okay, den ersten Mond, den ersten Story-Mode in diesem Kapitel. Fahrt zum Himmelsgarten! Jawohl. Blumen. Liebe im Himmelsgarten. Ich habe aber richtig viele Sterne ausgelassen. Aslan, damit kommen wir rüber. Oh, wir sollten uns auf jeden Fall beeilen. Hier wird es weitergehen. Wo geht das denn hin? Oh, was ist das denn? Im Inneren des Himmelsgarten. Okay, warte, ich gehe nochmal raus. Kann man jetzt zurück? Nicht, oder? Jetzt noch ein Secret. Nee.
Lass uns mal sterben. Ich will nämlich da vorher noch rübergehen. Was war das denn? Okay, geht anscheinend doch nicht. Aber ja Leute, ich würde sagen, im nächsten Part geht es dann hier direkt weiter. Bis dahin und weiter in der fantastischen Lange, Leute. Ciao, ciao.